Die Sommerferien waren vorbei. Wie immer zu Beginn des neuen Schuljahres war das Internat Lindenhof angefüllt mit aufgeregt durcheinanderlaufenden Mädchen, die sich begrüßten, Koffer auspackten oder ihre Papiere zur Hausmutter brachten. Im Gemeinschaftsraum, wo Hanni und Nanni sich immer mit ihren Freundinnen trafen, ging es nicht anders zu, als Hanni aufgeregt hereinkam. Das darf doch wohl echt wahr sein, Kinder. Was ist denn, Hanni? Ihr glaubt nicht, was mir Silvia gerade erzählt hat. Na, mach es doch nicht so spannend. Ja, heraus damit. Sind Sie schon los? Silvia war gerade auf dem Weg zu Frau Theobald, um ihr eine Nachricht von ihrer Mutter zu überbringen. Was denn für eine Nachricht? Haltet euch fest. Frau Lemanski hat ein Rollenangebot aus den USA bekommen und ist gleich heute früh nach Los Angeles geflogen. Oh, genau. Nach Los Angeles? Du meinst, sie dreht einen Film in Hollywood? Yep, so ist es einfach. Na toll. Und uns lässt sie einfach im Stich. Eben. Mhm. Brauchen wir jetzt eine neue Klassenlehrerin? Tja. Und wann kommt sie denn wieder? Wo soll Frau Theobald denn jetzt so schnell einen Ersatz herbekommen? Mhm. Wenn man euch so reden hört, könnte man meinen, wir hätten Angst, eine Schulstunde zu verpassen. Eine Lehrerin weniger bedeutet doch vor allem eins. Mehr Freistunden. Ja, von Weiterfisch. Frau Theobald wird schon dafür sorgen, dass der Unterricht stattfindet. Mhm. Fragt sich nur, bei welcher Lehrerin? Oh je, bitte nicht bei Frau Theobald. Die ist immer so streng. Ach was, Jenny. Solange du keinen deiner berühmten Streiche aushackst, wird unsere Direktorin dir schon nicht den Kopf abreißen. Naja, aber Frau Theobald wird dafür gar keine Zeit haben. Habt ihr vergessen? Frau Adams ist doch auch nicht da. Ja, stimmt. Ja. Die ist ja bis zu den Herbstferien auf Fortbildung. Mhm. Na, da hat sich Frau Lemanski ja einen sehr ungünstigen Zeitpunkt ausgesucht. Oh, beim Abendessen werden wir sicher mehr erfahren. Okay. Eine halbe Stunde später hatten sich die Mädchen im Speisesaal zum Abendessen eingefunden. Sinje saß wie ein Häufchen Elend auf ihrem Platz und blickte ihre Freundinnen entschuldigend an. Nein, danke, ich möchte nicht. Ach hey, Sinje, nun schau doch nicht so. Kannst doch nichts dafür, dass deine Mutter Starallüren hat. Ja, ich weiß. Und trotzdem, ihr hättet Frau Theobalds Gesicht sehen sollen. Das hätte meine liebe Mutter ihr wirklich selbst erzählen müssen. Mhm. Aber wenn Hollywood ruft, ist ihr alles andere egal. Ach, du Arme. Ja. Aber unserer Direktorin wird schon was einfallen. Hey, da ist sie auch schon. Ruhe, Mädels. Ja, okay. Ach, so, ihr Lieben. Zuerst möchte ich euch noch einmal herzlich zum neuen Schuljahr begrüßen. Ja, ich freue mich, euch alle gesund wiederzusehen. Ja, danke, Frau Theobald. Ja. Ist gut, Mädchen. Hört zu, wie einige von euch schon wissen, gibt es eine kleine Planänderung für die fünfte Klasse. Denn eure Klassenlehrerin, Frau Lemanski, kann erst in 4 Wochen an den Lindenhof zurück. Oh, 4 Wochen unterrichtsfrei. Du kannst dir sicher denken, dass ich andere Pläne habe, liebe Fis. Oh. Ja, tatsächlich ist es so, dass ich bereits eine Ersatzlehrerin bestellt habe, die noch heute Abend mit dem Zug eintreffen wird. Sie wird den Unterricht der Fünften übernehmen, bis Frau Lemanski zurück ist. Oh, das geht ja nicht so schnell. Ja, da habe ich Glück gehabt. Normalerweise ist es schwierig, so kurzfristig eine Vertretung zu bekommen. Frau Andrea Porto, so heißt die Dame, ist gerade ohne feste Anstellung und hat zugestimmt, für 4 Wochen zu uns an den Lindenhof zu kommen, um zu unterrichten. Sie hat ihr Examen erst in diesem Jahr gemacht und möchte schnell Erfahrungen in ihrem Beruf sammeln. Na, dabei können wir ihr gern helfen. Ich vertraue darauf, dass ihr sie freundlich aufnehmt. Gut, dann wäre das geklärt. Ihr habt nun den Rest des Abends zu eurer freien Verfügung. Morgen früh beginnt dann wie immer der... Guten Abend. Guten Abend, Herr. Was kann ich für Sie tun? Ich soll mich bei der Direktorin, Frau Theobald, melden. Das bin ich. Worum geht es denn? Porto, mein Name. Andrea Porto. Ich bin der neue Lehrer.
Ein Lehrer? Ruhe, Mädchen, beruhigt euch. Der Unterricht bei dem neuen Lehrer lief reibungslos. Es war ihm nicht anzumerken, dass er gerade erst sein Examen bestanden hatte. Die Mädchen hingen förmlich an seinen Lippen, wenn er von vergangenen Kulturen erzählte. Auch die Lehrerinnen waren sehr interessiert an dem Unterricht des Italieners, was sich einige Tage später in der Französischstunde zeigte. Das habt ihr sehr schön gemacht, mi petit. Oh, so eine gute Vokabeltest habe ich von euch schon lange nicht mehr gesehen. Toll. Sogar Jenny hat gut abgeschnitten. Merci beaucoup, mademoiselle. Mir raucht immer noch der Kopf von der ganzen Lernerei. Es bleibt noch ein wenig Zeit bis zum Ende von der Stunde. Alors, wollt ihr mir nicht ein klein bisschen von eurer neuen Lehrer erzählen? Na klar, Herr Potter. Du bist echt große Klasse, Mademoiselle. Sogar das Auswendiglernen macht Spaß bei ihm. Wirklich? Ja. Mon Dieu, das hat mir noch keine Schülerin gesagt. Vielleicht könnte ich von ihm noch etwas lernen. Ach nein, Mademoiselle, bleiben Sie bitte genauso, wie Sie sind. Herr Porter hat einfach so seine eigene Art und ebenso wie Sie. Ja, oh, das stimmt. Ja, dann bin ich ja beruhigt. Und was macht er nun anders? Er kann einfach so anschaulich und interessant erzählen. Mhm. Wir nehmen gerade die Zeit der Renaissance durch. Oh. Und er will uns eine Menge zeigen. Ja, morgen besuchen wir zum Beispiel eine Kirche im Nachbardorf. Da hängt ein Kunstwerk aus der Renaissance. Mhm. Und nächste Woche fährt er mit uns sogar ins Museum zu einer Ausstellung. Bis dahin müssen wir allerdings noch jede Menge Jahreszahlen lernen. Weia, auswendig. Oh. Ach, das schaffst du schon, Jenny. Wir helfen dir auch. Meine Güte. Ihr seid ja richtig verzaubert. Oh, da wird sich Frau Theobald freuen, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat. Na, also das hat sie auf jeden Fall. Wir kommen wirklich gut mit Herrn Porto aus. Mhm. Mademoiselle, entschuldigen Sie die Störung. Oh, Sie stören gar nicht, Madame Fugel. Es klingelt sowieso gleich zu die Pause. Ich dachte, ich frag mal nach, wie die Fünfte mit ihrem neuen Lehrer zurechtkommt. Mädchen! Sie auch, Frau Vogel? Was meinst du, Jenny? Ja, Mademoiselle hat uns nämlich auch gerade das Gleiche gefragt. Genau, und wir sind begeistert. Ah ja? Er ist wirklich ein netter Mensch, nicht wahr? Oh, ja. Ja, nett ist er außerdem. Aber vor allem ein super Lehrer. Ja, genau. Hallo, meine Mädchen. Dann ab in die Pause. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Genau, danke. Merci. Merci, Mädchen. Würden schon herausfinden, warum ihr neuer Lehrer plötzlich so niedergeschlagen wirkte. Kurzerhand beschlossen sie, ihn vor dem Schlafengehen persönlich in seinem Zimmer aufzusuchen und ganz direkt auf die seltsame Begegnung im Café anzusprechen. Hier ist es, oder? Ja, ja. Nicht da. Herr Porto? Mist, abgeschlossen. Wo kann er denn noch sein um diese Uhrzeit? Keine Ahnung. Ah, Hanni, da vorne ist er. Ah, er geht gerade die Treppe zum Schulgarten hinunter. Ja, los, hinterher. Aber vorsichtig, damit er uns nicht bemerkt. Wo will der denn hin? Achtung, damit er uns nicht sieht. Er blickt sich immer wieder um, so als hätte er was zu verbergen. Sehr merkwürdig. Und jetzt bleibt er am Pavillon stehen. Sieht so aus, als würde er auf jemanden warten. Ein heimliches Treffen? Hm? Irgendwie komme ich mir jetzt aber doch ziemlich neugierig vor.
Es geht uns eigentlich echt nichts an, mit wem man sich trifft, oder? Ach was, wir wollen doch bloß wissen, warum er plötzlich so nervös und niedergeschlagen wirkt. Ja. Sieh mal, da hinten kommt jemand. Aber das ist ja die Kellnerin aus dem Museumscafé. Tatsächlich. Na, da hatten wir ja den richtigen Riecher. Ich wüsste zu gerne, was die beiden zu bereden haben. Ein freundliches Gespräch sieht es jedenfalls nicht aus. Eher wie ein Streit. Können wir nicht näher rangehen? Nein, das geht nicht. Und dann merken sie uns. Mist, was reden die denn da? Jetzt dreht er sich um und kommt zurück.